Hier beginnt es, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zum zweiten Part von Final Fantasy X. Die Soundprobleme sind behoben, jetzt ist alles wieder ganz normal, wie gesagt. Fette Sorry, dass es im ersten Part so komisch war, aber dass es 2 Sekunden Zeit verzögert war. Ich habe herausgefunden, an was es nun lag, und jetzt geht das Spiel ganz normal wieder weiter. Lippensynchron und korrekt. Ich freue mich drauf, es wird großartig. What are you laughing at, old man? Also das war sein Vater, Jack. Huh? Give me a break, man. Tja, keine genauen Angaben von Oren, was genau jetzt hier passiert. Wir werden erwartet. Von wem? Oder soll ich eher sagen, von was? Oh mein Gott, schaut euch mal an, wie viele Gegner hier sind. Das sieht nicht allzu gesund aus, muss ich sagen. Aber wir werden eine Lösung finden. So, Gegner angreifen und ich weiß auch, was zu tun ist. Wir müssen nämlich... ich würde gerne mal wechseln. Geht das noch gar nicht? Ach, das geht wahrscheinlich noch gar nicht, solange ich das... die Aufgabe nicht bekomme von Oren. Ihr seht schon, wir werden ziemlich heftig angegriffen. So, ich glaube, jetzt erst wird Oren uns aufmerksam machen auf die Gerätschaft. Oder auch nicht. Ich kann es aber noch nicht angreifen. Also ihr seht, da rechts ist so ein... ja, Gerät. Und... das müssen wir eigentlich angreifen. Derzeit kommt die Meldung. This could be bad. That. Knock it down. What? Trust me, you'll see. Genau, wir sollen das Ding einfach umhauen. Derzeit ist es möglich, die Dampfwalze anzugreifen. So, wir greifen doch nur noch die Dampfwalze an, weil alles andere macht ja eh keinen Sinn, weil unendlich Gegner kommen. Die spawnen einfach immer wieder nach, aber jetzt haben wir die Dampfwalze auch gleich gepackt. Oh, schöner Crit von Oren. Und? Fällt's gleich mal runter, oder was? Come on. Das war's. Immer wenn die Kamera so komisch schwenkt, so eine extra Animation macht, dann ist immer ein Finalschlag. So, jetzt fällt's runter und dann macht's einfach mal BAM! Oren muss man eben vertrauen. Auch wenn er die halbe Stadt damit in die Luft sprengt. Go. This is it. This is your story. It all begins here. Ja, und da fällt natürlich sofort auf. Leider haben sie fürs HD Remaster die Übersetzung leider nicht besser bzw. angepasst, denn die ist immer noch ziemlich grausam. Also jeder, der Englisch versteht, sollte sich bitte auch auf die Sprache konzentrieren und nicht auf die Untertitel, denn die sind teilweise ziemlich seltsam. Hey! My old man? Ah, wo sind wir denn hier? In was für eine Gegend wurden wir denn gesogen? Wir schwimmen hier irgendwie in der Luft. Im alten Xanakent. Nanu, ist das etwa sein Dad? Ist das Jacked?
I thought about a lot of things. Like, where I was, what I got myself into. I started to feel lightheaded, and then sleepy. I think I had a dream. A dream of being alone. I wanted someone, anyone, beside me, so I didn't have to feel alone anymore. Anybody there? Aaron! Hey! Na wunderbar, wo sind wir denn jetzt schon wieder gelandet? Wir sind bei den Meeresruinen. Bei den mystischen Ruinen. Und wir haben keine Ahnung, wie wir hergekommen sind. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir einen Weg finden, um hier überhaupt irgendwo hinzukommen. Schauen wir uns erstmal um. Aha. Wie können wir wohl rauf? Oh, eine Kiste. Mensch. Unsere erste Kiste und direkt 200 Gil erhalten für alle, die dem Final Fantasy Universum... Oh, was ist das? Das sind irgendwelche Schriftzeichen. Aha, Wisch und Fu... Aha, Makalania. Und den Rest können wir natürlich nicht lesen. What do we have here? No, can't read it. Ja, das ist eine andere Sprache, die sogenannte Al-Batch-Sprache, die wir selbstverständlich nicht beherrschen. Aber jetzt nochmal, um zurückzukommen, für alle, die das Final Fantasy-Universum leider nicht kennen. Gil ist die Währung hier im Spiel. Schauen wir uns noch die andere Seite... Ah ne, warte mal, hier geht's weiter. Das heißt, ich gucke mir noch die andere Seite an. Denn bei Final Fantasy muss man immer alles ganz, ganz, ganz genau erkunden. Denn man kann so viele tolle Schätze finden, wie zum Beispiel das hier. Aha! Albed für Anfänger! Die Sprache der Albed kann man erlernen, indem man die Albed-Lexika findet. Genau. Und jetzt wird das quasi übersetzt. Benutze zuvor gespeicherte Lexika. Ja, also wenn wir das Spiel schon mal durchgespielt hätten, könnten wir das jetzt lesen, was da bereits stehen würde, weil wir schon gelernt haben. Aber wenn man es zum ersten Mal durchspielt, versteht man es halt eben nicht. Es ist aber jetzt nichts allzu Relevantes. Ja, was willst du denn da groß laden? Nee, ich will es eben nicht laden. Ich kann da nicht laden, weil wir haben ja keinen anderen Spielstand. Ach, stimmt. Ach, das war ja noch gar kein Buch. Das war nur das Ding, wo man dann quasi ja wechseln konnte. Ach so, stimmt. Ich erinnere mich. Also wenn man das Spiel schon mal durchgespielt hat, dann kann man jetzt hier am Anfang des Spiels seinen Spielstand einlösen und dann wird alles schon übersetzt, was du im Verlauf des Spiels gelernt hast. So war das. Oh, und eine weitere Kiste. Ich sag ja, man findet hier immer was. Zweimal Potion, also Heilung erhalten. So, ja, ich dachte, man findet hier direkt das erste Lexikon, aber das findet man ja später. Also, es ist nicht allzu traurig, tragisch, wie gesagt, es wäre auch irgendwie nicht sinnvoll, wenn wir es jetzt direkt könnten. Würde eigentlich fürs erste Mal einiges an Stimmung kaputt machen, meines Erachtens. So, folgen wir mal den Raben, die da oben über irgendwas kreisen. Speichern werden wir an dieser Stelle aber natürlich sofort mal. Ja, und was man natürlich noch sagen kann, weil, wie werde ich jetzt Final Fantasy spielen, gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten, weil es ist ein verdammt großes, ein riesiges Spiel. Ich werde selbstverständlich die Hauptstory machen, werde aber auch viel Nebensächlichkeiten machen, weil die einfach saugeil gemacht sind und auch super spannend sind.
So eine Art 100% werde ich jetzt nicht machen. Also ich bezweifle mal ganz stark, dass ich zum Richter oder kommen werde oder Deus machen kann. Das wird mir als Let's Player nicht mehr verwehrt bleiben, so viel Zeit da rein zu investieren. Aber ich denke, wir werden viel erleben. Was ist jetzt los? Wow! Oh, natürlich geht immer alles kaputt, wo wir unseren Fuß hinsetzen. Oh. Also man kann nicht meckern, die Umsetzung sieht wirklich toll aus, ne? Schauen wir mal. Finden wir da unten irgendwas Interessantes? Ich fühle mich irgendwie beobachtet. Wow! Ach du Scheiße! Was sind das denn für Viecher? Und da ist sie, die legendäre Final Fantasy X Kampfmusik! Ah, ich liebe die. Das ist so super. Also man kann einfach nichts gegen den Soundtrack von einem Final Fantasy Spiel sagen. Jedes Mal phänomenal. Und hier in diesem HD Remaster wurde die Musik ja auch nochmal überarbeitet und verbessert. Was ich natürlich sehr geil finde. Ein bisschen viel besseren Klang. Hä? What the hell? Okay, da haut sogar das kleine... Oh, okay, es hätte besser abhauen sollen. Zack. Mal eben gefressen. Yo, meine lieben Freunde, das sieht immer überhaupt nicht gut aus. Das ist Chaos Gano. Ja, man könnte sagen, unser erster Boss. Haha. Yo, wir ziehen 29 ab. Und er zieht 221 ab. Wie zum Teufel sollen wir das überleben? Yo, ich glaube, wir überleben das eher nicht. Titus, lass dir was einfallen. Ich wollte ja dein Gebiet wirklich nicht stören, aber... Oh Gott. 200 ist auch schon wieder befreit. Na, ob an die Oberfläche jetzt so eine kluge Idee ist. Schneller. Auf einem eiskalten Rücken runter, wenn man das Maus so sieht. Schnell! Also knapper geht's schon gar nicht mehr. Man könnte schon fast sagen, Gott sei Dank stürzt hinter uns alles ein. I had made it out of the frying pan and into the freezer. I thought I was gonna die in this place. Oh nein, wir werden hier nicht sterben. Ja, wir haben jetzt auch die Möglichkeit, zum ersten Mal unser Menü aufzurufen. Aber da können wir jetzt noch nicht allzu Spannendes machen. Von dem her lassen wir das jetzt einfach. Ja, also, dann suchen wir uns doch mal einen Weg hier in den Ruinen. Ob wir hier irgendwo was finden. Denn wenn wir hier nichts zu fressen finden oder in dieser Eiseskälte zu lange sein werden, dann sieht das nicht allzu rosig für uns aus. Wow. Need fire.
Okay, also wir haben hier eine kleine Feuerstelle. Das heißt, wir brauchen Feuersteine und Zunder, damit uns ein bisschen wärmer wird, denn auch irgendwann kann einen die Kälte umbringen. Na, dann schauen wir uns doch einfach mal ein bisschen um, oder? Ob wir vielleicht irgendwo etwas finden. Aha, hier haben wir was. Ah, kann man das vielleicht als Zunder missbrauchen? Altes Gestrüpp, verwelkte Blumen. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Jetzt sind wir hier oben im oberen Geschoss. Tja, finden wir hier vielleicht einen Stein? Oh! Wir finden eine High Potion. Die nimmt man doch auch mal mit. Tja, aber von Feuerstein noch keine Spur. Also hilft alles nichts, wir müssen weitersuchen. Immerhin haben wir schon mal die Blumen. Es wird tatsächlich auch so sein, dass ich über weite Strecken bei Final Fantasy X jetzt nicht allzu viel sage. Aha, guck mal, das ist ganz schön gemein, ne? Du wirst so reingeschickt, da denkst du dir nichts Großes. Und dann ist da noch was versteckt. Weil ich sehr viel an Atmosphäre dadurch kaputt machen würde, weil ich werde einfach die Musik wirken lassen. Die sagt nämlich sehr oft sehr viel mehr aus, als ich mit Worten hier ausdrücken könnte. Sehe ich doch auch noch was, oder? Ist das keine Truhe hier? Das sah zuerst so aus. Können wir hier noch was machen? Hier sieht es eher nicht so gut aus, oder? Aha! Da ist dann noch was versteckt, eine X-Potion. So, jetzt noch auf der anderen Seite beim Speicherpunkt. Eine unheimliche Statue, ja, die haben sie ja gerade eingeblendet gehabt. Schauen wir mal da unten. Vielleicht geht's ja hier noch weiter. Aha, wir können hier noch durch eine Tür. Ja, untersucht es doch. Ich drück doch. Oh, ich drück doch schon X. Da! Ah. Feuerstein. Sehr schön. Jetzt haben wir Gott sei Dank alles. Damit wir uns ein kleines Feuerchen machen können, damit wir nicht, zumindest mal nicht elendig erfrieren. Das wäre natürlich kein allzu schönes Ende. Ja, meine lieben Freunde, und damit sage ich auch schon wieder Tschüss für diesen Part, meine lieben Freunde. Wir werden im nächsten Part uns ein kleines Feuerchen machen und schauen, dass wir irgendwie hier in diesen Meeresruinen überleben. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch im dritten Part wieder dabei seid. Und in diesem Sinne sehen wir uns wieder. Haut rein!